Jo Leute, willkommen hier aus dem wunderschönen Belgien zu unserer F2 2021 Karriere mit Oscar Piastri. Wir sind hier im Sprintrennen und eine mega tolle Strecke, die wir dieses Jahr leider nicht mehr so sehen werden. Die ist nämlich ein bisschen umgebaut worden, in Eau Rouge und auch man hat auch in Kurve 11 jetzt Kiesbett wieder gestreut. Also es ist ziemlich viel, hat sich hier getan, 7004 Meter. Und 19 Kurven, 2 DRS-Zonen und nächste Woche, Leute, geht es endlich los. Heute in einer Woche ist das erste Training in Bahrain. Die Testtage sind ja auch aktuell. Ich bin sehr gespannt, aber denke auch, dass sich da noch nicht vieles rauskristallisieren wird. Abonniert gerne den Channel kostenlos, wir quatschen auch ein bisschen über die Testtage und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei, IT-Gaming und auch gerne auf itz-tobi auf TikTok, auch gerne auf IT-IT, aber auch gerne auf itz-tobi auf TikTok. Gibt es viel Stuff und wir sind fast 10.500 Leute. Dankeschön für den kranken Support, Links wie mal unten in der Bio. Und wie gesagt, ich freue mich schon so, es geht endlich wieder los, diese wunderbare Zeit im Jahr, die eigentlich eh nur 3 Monate nicht ist, aber das ist die Hölle für alle Formel 1-Fans. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und hier haben wir Jack Aitken, auch ein sehr, sehr talentierter Fahrer, aber wer ist das nicht? Wir starten hier mit dem Prima von Oscar Piastri, dem amtierenden Formel-2-Weltmeister. Und wir sind eigentlich okay weggekommen, muss ich sagen. Wir gehen hier ein bisschen im Dribble-Windschatten in die erste Kurve. Ganz, ganz offen steht die Tür hier. Ich möchte nur nicht viel zu viel, ja genau das meine ich hier, das meine ich, reinstechen. Die Verwarnung war auf jeden Fall verdient. Ich wollte nicht zu stark reinstechen, aber gerade Belgien, erste Kurve, sind wir ein bisschen Torturhölle. Gestern erst Monaco mit meinem Bruder gefahren. Boah, das Rennen verlangt einem alles ab, Alter. Aber alles. Dieses Rennen ist so schlimm. Aber jetzt gehen wir mal zurück auf Belgien. Wir sind hier auf einem souveränen 16. Platz, haben beim Start einfach mal 6 Plätze gut gemacht und hängen uns hier leicht im Windschatten von Verschoor rein. Das, ja, ist okay, gut positionieren. Ein, zwei Plätze gehen auf jeden Fall. Noch wie immer fahren wir auch auf der Stufe 102. Also ich habe nichts geändert. Das ist einfach nur, die Formel 2 macht halt auch einfach viel mehr Spaß. Ist aber doch teilweise dann zu einfach. Also, oh mein Gott, da fahren wir einfach mal. Okay. Einfach mal so halb im Gras konnten wir da 3 Leute überholen und hier auch im Rausbeschleunigen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, laut Plan ist das hier Kurve 11 und man hat gesagt, Kurve 11 ist jetzt wieder ein Kiesbett geworden, aber man hat ja auch einiges geändert. Also ich denke mal, wir werden leider nicht mehr dieses Layout hier, wie es ist, komplett sehen. Das ist ein bisschen traurig, weil ich liebe diese Strecke. Sie ist halt sehr gefährlich und das auch schon seit Beginn an eigentlich, auch mit Eau Rouge, dieser anfangs Mutkurve, die man nicht mal Vollgas sich trauen oder die nicht mal Vollgas ging. Jetzt geht halt ab Kurve 1 an, alles Vollgas bis Kurve 4, 5, sorry, also halt bis oben, bis nach der Geraden hoch. Und da kommt, ja, der gute Armstrong wieder zurück. Und, na, da hängt sich gleich noch Drugovic dran. Nee, du hängst dich nicht dran, also ich hänge mich im Windschatten. Der muss wieder zurückstecken. Aber Armstrong leicht ein bisschen links zu weit drüber gekommen, bin direkt vom Gas gegangen. Man ist da so schnell im Kiesbett oder auch in dieser Mauer, weil die auch ja gleich neben der Strecke ist. Aber jetzt hier Fehler wieder korrigiert. Wir sind wieder auf dem 13. Platz nach der ersten Runde. Ist schon sehr gut, aber man muss natürlich auch sagen, die Strecke ist fast doppelt so lang wie Monaco. Oder auch ja andere gängige Strecken, sogar 2-3 Kilometer länger als gängige Strecken. Auch 3 Kilometer länger als Österreich zum Beispiel. Also, oder 2,5 halt, aber trotzdem. Hier der Start war optimal, muss ich sagen. Auch hier konnten wir gut reingehen. Nur der Exit hat mir nicht ganz gefallen, weil wir uns da ein bisschen mit diesem weißen Auto verhakt haben, die ein bisschen aussehen wie die Williams oder keine Ahnung, die Sauber von 2010. Also das, sorry, nur vor Ort oder so. Aber auch die Red Bull haben sich ein bisschen an der Formel 1 orientiert, an der Formel 2 orientiert. Sehen auch ein bisschen ähnlich aus, die Autos von hier zu dem. Kommen auch ein bisschen zu den Tests und da hat natürlich Mercedes alle erstaunt gestern. Also die haben da mit einem neuen Seitenkasten, die sind gefühlt hat gar keinem Seitenkasten mehr, sind die da komplett, alle anderen Teams sind staunt gekommen. Ja, Ferrari und Red Bull auch. Horner meinte direkt, dass das nicht regelkonform ist, hat das direkt der FIA gemeldet, dass sie sich das nochmal ansehen sollten und so weiter. Ob das jetzt alles regelkonform ist, wird sich nachher noch rausstellen. Klar ist, es wird nur noch eine Woche geben, um das Ganze zu prüfen. Sonst, ja, nächsten Freitag geht's los mit dem ersten Trainings und so weiter. Qualifying Samstag, ich bin so gehypt, Leute. Ich freue mich so extrem drauf. Und natürlich wird es auch wieder 3 Sprintrennen geben mit vielen Punkten, die man da mitnehmen kann. Unter anderem bekommt er der erste 8 Punkte. Aber ich werde nochmal ein Video drüber machen, was sich alles diese Season machen wird. Also
seid auf jeden Fall gespannt. Und wir sind hier auf dem 10. Platz. Der erste Punkt ist da, Lille im ersten Sektor. Und Dantic zum Vorhand, mit dem hatten wir in der Vergangenheit jetzt nicht so viel Gutes zu bereden. Also wir hatten da wirklich oft ein paar Fehler. Jetzt hier ein Tiktum und auch hier wieder. Der macht hier zu. Was macht der Trottel da? Dann fährt er über diesen Curb drüber und bremst uns da wieder aus. Also dein Tiktum, das ist nicht so schön, was du da magst. Gar nicht schön. Oh mein Gott. Aid kennt jetzt auch noch vor uns und ja, wie gesagt, auf TikTok könnt ihr gerne vorbeischauen. Da kommt aktuell so viel News, wirklich. Es gibt ja gerade diese Zeit, so bevor die Season beginnt, so bei den Testtagen, da könntest du gefühlt 300 Videos machen oder sagen wir mal 10, 15 Videos am Tag machen, was alles Neues, was passiert, was wir für Erneuerungen, dass es gibt und so weiter und so fort. Ich habe mich darauf beschränkt auf ein News-Video am Tag auf TikTok und ein Test-Highlight-Video. Da werden wir auch ein bisschen drüber, oder da quatsche ich heute auch in einer Minute, ein bis drei Minuten, was sich alles so getan hat. Schnellste Rennrunde und wir sind auf dem 8. Platz vor. Wir sind in der 6. von 9 Runden und, oh mein Gott, Sam Meyer, der lenkt hier nicht ein. Da denke ich mir, der lässt die Tür halb offen, dann können wir auch reingehen. Malte, leider so ein Verstappen-Move, aber das tut mir hier, Alter, der will gar nicht. Ich wollte nicht mal gegen die Mauer drücken, also erinnere mich ein bisschen an Ocon und Perez, ihre Highlights, bei wie sie beide bei wie heißt das Team, bei Force India, bei Racing Point war es damals, he wants to kill me, und es war sehr lustig, aber natürlich in dieser Szene war es für, ich glaube, Perez nicht so lustig. Ocon damals ein echt wilder, ich erinnere mich auch noch in Brasilien, wie er da Verstappen zurück überrunden wollte und ihn weggedreht hat, und dann diese Rangelei, war gar nicht so schlimm, muss ich sagen, dieses Gerangel dann bei der Podium. Ich weiß nicht genau, ob das alles sein muss, aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, ziemlich lustig das Ganze, und ich hoffe, ihr könnt euch da natürlich auch noch dran erinnern. War echt funny, ich liebe diesen Sport auch deswegen, und das, guckt euch das mal an, ich war da neben ihm, der zieht uns da vor das Auto, also das war echt Dirty Racing TikTok, und ja, ich weiß nicht genau, was das dann war, entweder zu weit da drüber gekommen, keine Ahnung, Bro, aber ja, da sind wir auch zu weit drüber gekommen in der Kurve später, und hier dann in der 5. Runde, ja, dieses Zickzack vorne zurück, das gefällt mir gar nicht. Formel 1, fix das bitte einfach. Es wird auch, Alter, was kommt denn halt da alles? Es wird auch, einen neuen Manager geben, in dem es Formel 3, Formel 2 und Formel 1 geben wird. Aber leider nur für PS4 und PS5 habe ich zwar, aber meine Hauptkonsole ist leider die Xbox. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen soll. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Würde es auf jeden Fall hypen. Und, ach, den hat es weggedreht. Da bleibt dran, Jurewips, und weg mit ihm. Das war natürlich, ja, nicht so lecker. Aber die KI hält halt auch überall drauf. Gerade so eine Stelle wie die, da kannst du nicht draufhalten. No front oder so. Wie gesagt, nochmal zurückzukommen. Ich habe mich wieder ein bisschen verquatscht und habe wieder das Hauptthema vergessen. Wie gesagt, wir werden da auch auf jeden Fall auf TikTok einiges bringen. Und ich würde auch so gern wieder die hässlichsten Autos und so weiter bringen. Das ist echt gehypt von euch. Und das, ich hoffe, dass wir da auch wieder endlich hinkommen. Zu einem Mittelmaß, auch wenn die Tests vorbei sind, haben wir mal eine Woche. Hotlap wird auch wieder kommen. Wir werden ein bisschen über die Strecke quatschen und auch, Fakten zu ein paar Reinkompri und so weiter. Ich freue mich wirklich extrem. Eine wunderschöne Zeit steht uns bevor. Eine wunderschöne Zeit voller Formel 1 Racing Action. Wahrscheinlich auch ein bisschen Entsetzen, Trauer, Freude. Es ist so nah alles beieinander. Und puh, Daru Wähler, der hat hier gar nicht damit gerechnet. Ist ein bisschen weit gegangen. Und wir kratzen hier, aber wirklich kratzen am Podium. Ich bin verdammt gespannt, ob wir das Ganze schaffen können. Ich würde es mir so wünschen, aber bin mir da noch sehr unsicher. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Nein, wir sind jetzt mal in der 9. Runde und sind so knapp am Podium dran. Schaffen wir das noch? Nur noch die letzten Blanchimont-Kurven. Das ist nicht Blanchimont, oder? Ich weiß nicht genau. Es ist die letzten zwei Links. Es ist Blanchimont, glaube ich. Die letzten zwei Linkkurven und Busstop. Können wir hier schon angreifen? Oder warten wir nach Busstop an? Nein, wir sind zu verrückt und greifen hier an, wo man nicht kontern kann. Außer im Busstop halt. Und da verteidige ich auch eher so mittig. Und das schaffen wir, Leute. Wir bringen hier, oh mein Gott, den dritten Platz. Übers. Oh mein Gott, der schickt uns hier weit. Der schickt uns ganz weit, dieser Idiot. Es hat gereicht, Leute. Er sticht da zwar nochmal mit irgendeinem, keine Ahnung, Idioten-Move rein. Aber wir gewinnen zwar nicht, wir hatten aber Dritter, okay. Ich wollte schon sagen, wir gewinnen. Aber nein, es war der dritte Platz. Wir sind Fahrer des Tages geworden. War sehr spaßig. Auch eine
brenzlige Situation mit Dan Ticktum. Aber trotzdem war es ein cooles Rennen. Es hat Spaß gemacht, es war actionreich. Und vor allem waren wir echt wieder souverän unterwegs. Sollen wir die Schwierigkeit noch weiter drauf drin? Schreibt es gerne in die Kommentare. Die nächsten Tage sollte nur noch endlich mal Team kommen. Es kommt Japan, ich will das gar nicht. Nein, Singapur glaube ich noch, dann Japan. Abonniert gerne den Channel, kostenlos für mehr Formel 1. Und ja, ich überlege auch, einen neuen Kanal aufzumachen. Gerade speziell für die ganzen TikToker, für die ganzen Fans auf TikTok, dass wir da Quality-Videos machen, indem wir nur quatschen. Auch Highlights und so weiter, Hotlaps und ja, die komplette Strecke und so weiter. Ich bin da echt sehr gespannt. Hättet ihr da Bock drauf auf einen anderen Kanal, wo es wirklich only Formel 1 gibt, so only F1. Only F1. Das finde ich schon ziemlich cool. Okay. Sato, glaube ich, hat gewonnen und wer ist Zweiter geworden? Oh, Su, der ist auch ziemlich cool. Yuan Chao ist Zweiter geworden. Fair ihn auf jeden Fall. Er hat es natürlich auch in die Formel 1 geschafft, zu Recht verdient. Und könnte auch auf jeden Fall ein Spitzenkandidat werden, falls Fernando Alonso oder Esteban Ocon mal nicht können, beziehungsweise Alonso in ja, seine Karriere beendet. Hier haben wir nochmal die letzten, ja, Schwarzmann ist auf jeden Fall noch in den Punkten, Gott sei Dank, von 8 gestartet. Ein bisschen enttäuschend, dass er da nicht weiter nach vorne gekommen ist. Aber so auch an sich. Die werden auch dieses Jahr nicht mit der Flagge fahren. Ich weiß auch gar nicht, ich habe nicht viele News von Formel 2. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch fahren darf, weil man hat ja auch Mazepin rausgeworfen. Auch unter anderem bei den Hitech Autos, also die ja von Uralkali gesponsert sind. Die hat man auch alle, also die ganzen Sponsoren in der Formel 2 und Formel 3 rausgeworfen. Finde ich natürlich ein gutes Zeichen. Ja, aber gut. Gut, für heute war's mal. Abonniert den Channel gern kostenlos. Schaut gerne auf IT-JT auf TikTok vorbei oder auch gerne auf It's-Tobi. Würde mich echt extrem freuen. Und Links sind mal unten in der Bio. Abonniert gerne den Channel kostenlos für mehr Formel 1 und lasst doch gerne Daumen oben da. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.